Und ich freue mich, dass wir mal wieder eine Sendung zusammen machen. Tja, das ist unsere traditionelle Weihnachtssendung. Einmal pro Jahr haben wir den Genuss, das geht seit 10 Jahren so, also fast unsere Jubiläumssendung. Ja, stimmt. Das gibt es wirklich schon seit 10 Jahren. Wir haben uns für dieses Mal was ganz Besonderes ausgedacht, oder was heißt besonders, aber ein bisschen anderes Setting. Wir unterhalten uns heute über Dinge, die in diesem Jahr passiert sind, aber nicht nur über Dinge, die explizit am Lehrstuhl passiert, sondern generell in der Welt, in der Wirtschaft und so weiter. Und da hat es ja genug gegeben, ja. Und ja, wir kommentieren das ein bisschen, oder Sie kommentieren es, und ich stelle zwischendurch mehr oder weniger, weiß ich nicht, leitende oder sinnvolle Fragen. Lassen Sie uns doch einsteigen mit einer Sache, die ja insbesondere auch die Uni dann betroffen hat, nämlich die Idee, Bachelorstudiengänge werden auch in Saarbrücken eingeführt. Das war ja ein Thema, das uns ja dieses Jahr insbesondere beschäftigt hat. Ja, das war auf den ersten Blick eine Angelegenheit, die sehr ärgerlich war. Auf den zweiten Blick wurde es noch ärgerlicher. Und im dritten Blick wurde es problematisch. Ich glaube, das ist das, was wir generell auch im Jahr gesehen haben. Das ist eine ganze Reihe von Entwicklungen, die sich zum gewissen Maß schon abgezeichnet haben, in dem letzten Jahr wirklich deutlich wurden. Also hier sind Dinge plötzlich klar sichtbar geworden an Problemen, an Schwierigkeiten, die im Vorfeld nur irgendwie salopp rumdiskutiert wurden, die auch nicht richtig ernst genommen worden. Und diese ganze Idee Bachelor, Bologna-Prozess, das ist auch so ein Ding, was man gesehen hat, ja, wo man vorher schon geahnt hat, hier kommt etwas auf uns zu und plötzlich ist es da. Ja. Also keiner hat es ernst genommen und dann war es plötzlich da und dann hat man erst gemerkt, oh, das ist gar nicht so einfach, wie man es sich vorgestellt hat. Ja, das ist genau das Muster, das wir das ganze Jahr über gesehen haben. Es sind eine ganze Reihe von Dingen passiert, die letztlich abzusehen waren, die einige auch gesehen haben, wo einige auch gewarnt haben, die aber in dem Jahr voll durchgeschlagen haben. Und die ganze Bologna-Diskussion ist so ein Effekt. Es hat bis zum letzten Jahr, bis einschließlich 2007, in den Medien, jetzt vielleicht von der FAZ abgesehen, keinerlei wirklichen kritische Stellungnahmen zu Bologna gegeben, keine kritische Stellungnahmen dazu, wie diese ganze Bachelor-Ausbildung eigentlich funktionieren soll, keine kritische Stellungnahmen dazu, wie man das Ganze in das Berufsleben integrieren kann, keine Ideen dazu, wie schwierig das für Studenten wird, und jetzt fängt es an. Selbst ARD hat da sowas übergebracht, selbst die Zeit hat schon etwas kritischere Berichte gebracht. Und gerade gegen Ende des Jahres haben wir gemerkt, gibt es eine ganze Reihe von Publikationen, eine ganze Reihe von Artikulationen, die alle gezeigt haben, hier klappt es vorne und hinten nicht. Auf den Punkt, inwieweit die Medien bestimmte Themen aussparen oder darüber berichten, auf den kommen wir später noch. Aber was hat denn jetzt diese Bologna-Entwicklung für den Lehrstuhl direkt, also für uns, gebracht, beziehungsweise mit was müssen wir uns jetzt noch auseinandersetzen, um darauf entsprechend zu reagieren? Also für uns hat es auf jeden Fall den traurigen Effekt gebracht, dass in der neuen Bologna-Struktur kapazitativ nichts mehr möglich ist, was in Richtung Medienmanagement geht. Das heißt, unser wunderschönes Vertiefungsfach Medienmanagement, das wir 10 Jahre lang toll aufgebaut haben, das wir zu, sagen wir mal, nationaler und internationaler Reputation gebracht haben, ist zunächst einmal beerdigt worden, eingestellt worden, läuft zurzeit nicht mehr. Vielleicht kommt es wieder, also man soll so eine nie sagen, also da kann sich was tun. Das ist auf jeden Fall mal ein Effekt. In diese neue Struktur ist so etwas Spezielles wie Medienmanagement schwer realisierbar. Wir können es auch kapazitätsmäßig nicht mehr machen, weil, und das war ja Ihre Frage vorhin, wir gerade jetzt in dieser neuen Struktur uns intensiv um diese neue Struktur kümmern müssen. Und das bedeutet Strukturdiskussion, das bedeutet Formulare, die man ausfüllen muss, das bedeutet Regelungen, die wir praktisch einhalten müssen. Und es bedeutet insbesondere Entwicklung von ganz neuen Lehrkonzepten, von völlig neuen Lehrkonzepten in diese neuen Struktur. Das heißt, unsere Devise ist ja, und wir haben ja da intern in unseren Meetings ja lang darüber gesprochen, Bologna ist nicht sinnvoll. Nur Bologna ist jetzt da und jetzt müssen wir versuchen, auch in dem Prozess von Bologna eine Struktur zu schaffen, die gerade in der Form realisierbar ist, dass wir auch wirklich in Bologna weiterhin einer der besten Lehrstühle werden. Einige Sachen haben wir ja dann auch jetzt schon ganz praktisch auch mit den Studenten durchgeführt, ob das jetzt
Outdoor-Veranstaltungen waren oder jetzt der neue ganz große, die neue ganz große Vorlesung HR Basics. Ja. Das ist immerhin 600 Studierende jetzt und lernen ein ganzes Semester lang Personalmanagement im Grundstudium, was es ja bisher nicht gab. Richtig, und das 4 Stunden am Dienstag. Ja. Ja, also 8 bis 12 Uhr Personalmanagement im Grundstudium mit Erstsemestern. Das ist eine neue Erfahrung und ich kann sagen, hat wunderbar geklappt. Ja. Studenten haben toll mitgemacht und so gesehen glaube ich, dass wir also den Anspruch auch in diesem Konzept, wohlgemerkt, ob wir über Bologna gut finden, steht jetzt nicht zur Diskussion, aber auch in diesem Konzept den Studenten eine vernünftige Lehrveranstaltung zu bieten, ich glaube, wir haben es hingekriegt. Hm. Nun, okay, Personalmanagement klappt ganz gut in dem neuen Kontext, Medienmanagement haben wir nicht mehr, aber wir haben uns natürlich in anderer Hinsicht noch mit Medien natürlich beschäftigt, klar, OrgaTV gibt es noch, wir waren aber auch in Portugal, wird es auch weiterhin geben. Wir waren in Portugal auf einer Konferenz, World Media Economics and Management Conference, und in dem Zusammenhang hatten Sie auch noch einen besonderen Auftritt. Ja, das war ein sehr erfreulicher Auftritt. Wir haben ja eine Konferenz im letzten Jahr in Saarbrücken gehabt, wo wir Medienforschung präsentiert haben. Ja. Also wirklich dezidiert diskutiert haben, welche Möglichkeiten es gibt, für Medien sich auch in den neuen Umweltsituationen zurechtzufinden. Und daraus entstand ein, aus meiner Sicht, von uns beiden relativ geglücktes Buch, ja. Muss ja auch um die eigenen Dinge loben, das wir eben mit Paolo zusammen dann auch als Buch herausgebracht haben. Ja. Und was wirklich schön war, dass wir also in dieser Konferenz, die ja eigentlich eine ganz andere Konferenz war, es war gar nicht unsere Konferenz, das müssen wir noch hinzufügen. Ich will nicht sagen, es war die Konkurrenzveranstaltung, aber es war die Konkurrenzveranstaltung. Ja. Wir in der Konferenz, in der Veranstaltung das Highlight hatten, dass ich das Buch vorstellen konnte und nicht nur einfach so vorstellen konnte, sondern eben auch der Chef der Presseagentur aus Portugal vorstellen konnte, der sich total positiv und total euphorisch über unser Buch geäußert hat. Ja. Also allein dieser Satz, wie er gesagt hat, auf dieses Buch hat die Welt gewartet und er hat es nicht mal ironisch gemeint, oder zumindest es klang nicht ironisch, das war schon gut. Ja. Und, vielleicht muss ich noch dazu sagen, es hat auch gezeigt, dass man gerade im Bereich Medienmanagement sehr gut punkten kann mit ganz solider Grundlagenforschung. Mhm. Also wirklich mit Grundlagenforschung, die Wissenschaft ist. Mhm. Nicht mit irgendwelchen Vermutungen oder Trivialitäten, sondern mit Grundlagenforschung. Und das ist eine Linie, die wir auch natürlich weiterhin fortsetzen, unabhängig vom Vertiefungsfach. Mhm. Aber haben wir also gut instrumentalisiert, diese Sache in Portugal, um für die eigene Sache ein bisschen Werbung zu machen? Ich würde mal so sagen, ich würde ja nicht jeder aus Portugal jetzt zuschauen, haben wir schon ein bisschen gemacht. Gut, apropos Buch, wir haben nicht nur dieses Medienmanagement-Buch von unserer internationalen Konferenz hier in Saarbrücken, im Prinzip von 2007, in diesem Jahr auf den Markt gebracht, sondern auch ein Buch zum internationalen Personalmanagement. Was war da der Hintergrund? Also das war der Hintergrund, dass die EAPM, also der Dachverband der Europäischen Personalmanagement-Organisation, mit uns gemeinsam versucht hat, mal zu evaluieren, was die Besonderheiten der Personalaktivitäten in den verschiedenen Ländern in Europa ist. Also was ist eigentlich das Besondere? Weil bisher hat man immer so gesagt, es gibt Amerika und dagegen steht irgendwie Europa. Und was wir jetzt hier gesehen haben, war wirklich eine klare Differenzierung, sehr unterschiedliche Länder mit sehr unterschiedlichen Aktivitäten, also wirklich ein schönes Profil der europäischen Landschaft. Mitgemacht haben, ich glaube, 13 oder 15 Länder waren es. Jedes Land war vertreten durch Hochschullehrer, durch Praktika, durch Verbände. War natürlich auch eine entsprechende logistische Leistung von unserem Lehrstuhl, das Ganze so hinzukriegen. Wir haben es dann in Amerika auch vorgestellt, das Buch. Ja. Das war ja auch wieder Punkt auf der Academy of Management. Zusammen eben mit Kollegen aus Skandinavien, mit Kollegen aus Frankreich. Sehr viele Leute waren dort, haben das mit Interesse zur Kenntnis genommen. Ich hoffe, nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern sehen das Buch irgendwann mal kaufen oder lesen. Ja, ja. Wobei das aber auch wieder zeigt, wo wir ja, das haben wir ja vor 2, 3 Jahren ja in unserer internen Strategie-Sitzung besprochen, dass eben die Strategie besteht, 2 Dinge zu machen. A, mehr Kooperationsprojekte. Beide Bücher signalisieren das ja. Und das Zweite ist, wirklich auch mehr international zu publizieren, was man auch daran sieht, beide Bücher sind ja auch Englisch geschrieben. Ja. Bleiben wir vielleicht bei international, zwar nicht Europa, wie das Personalmanagement-Buch, sondern gehen nach Afrika und nach Thailand. Sie können sich aussuchen, in welcher Reihenfolge wir das jetzt besprechen, aber Sie haben sowohl in Afrika als auch in Thailand in diesem Jahr einige Erfahrungen und einige mitgemacht und einiges erlebt. Ja, fangen wir in Afrika an. Ja.
Ich hatte ja ein Forschungssemester und ein Forschungssemester soll dazu dienen, seinen Horizont etwas zu erweitern. Ja. In dem ja auch gemacht, bedeutet, dass ich mit meiner Frau von Kairo nach Kapstadt gefahren bin. Also eine ganz interessante Strecke, auch eine recht umfangreiche Strecke. Unabhängig von den touristischen Highlights, die jetzt hier nicht zur Rolle, keine Rolle spielen, waren zwei Sachen aus meiner Sicht bemerkenswert. Also erstens Faszination des Landes, ja, so Zeltübernachtung im Sudan und so etwas. Also es gibt schon wunderschöne Orte dort. Und das Zweite, was sich deckt mit der Idee, dass in dem Jahr viele Dinge rauskamen, die in der Bedeutung eigentlich gar nicht erkennbar waren oder zumindest für mich nicht erkennbar waren. Was für mich dort das schockierende Erlebnis war, war wirklich die absolute Chancenlosigkeit, wie man mit diesem Kontinent umgeht. Mhm. Also die wirkliche Chancenlosigkeit. Oft sieht man irgendwas im Land, sagt, da gibt es einen Missstand, man hat eine Idee, wie man das lösen kann. Ja. In Afrika ist es nicht erkennbar. Das heißt, Gelder, die dort reingehen, gehen also entweder nur an eine Oberschicht, die das instrumentalisiert, die dann das Geld einsammelt für eine Zeit lang und dann verschwindet. Oder, was noch schlimmer ist, zerstören in einer Intensität, die man sich schwer vorstellen kann, die lokalen Gegebenheiten. Das heißt, es ist im Prinzip fast nicht im Prinzip, es ist so, dass egal, was man dort macht, man macht es falsch. Ja? Also man muss sich das vorstellen, da ist eine Region, die eigentlich relativ gut funktioniert. Ja. Und dann fängt man an irgendwelchen Ecken da irgendwelche Handymasten einzusetzen. Ja? Plötzlich müssen die Leute sich da um die Handymasten scharen, weil die nur einen Handyempfang haben. Ja. Plötzlich brauchen sie Geld für ihre Handys, plötzlich brauchen sie Strom dafür. Ja, in anderen Regionen, wo alles gut verteilt ist, wo auch eine relative Gleichverteilung, okay, gegebenenfalls Gleichverteilung der Armut da ist, werden plötzlich durch irgendwelche Aktivitäten, irgendwelche Brunnen kurzfristig gesponsert, was einige wenige Leute erstmal reich macht, die diese Brunnen zu horrenden Preisen bauen, mit dem Geld dann wieder abhauen, dann ist das Problem erstmal gelöst, dann aber in der ganzen Gegend eine Ungleichheit herstellen, weil plötzlich alles in die Nähe dieser Brunnen zieht. Ja. Was dazu führt, dass der Brunnen gar nicht mehr funktioniert, was dazu führt, dass wir also nicht mehr Armut haben, sondern tödliche Armut. Mhm. Das heißt, das ist ein Setting, das ganz, ganz schwer auflösbar ist und das letztlich nur, und das war, was mir dort die Leute auch alle gesagt haben, nur auflösbar ist durch massive Erziehung, also wirklich Verstehen der Konsequenzen dieser ganzen Zusammenhänge. Wie man das allerdings hinkriegt, ist mir ein Rätsel. Mhm. Ist das dann frustrierend oder ist man, weiß ich nicht, sogar vielleicht wütend über Situationen oder Gegebenheiten, die dort entstehen durch Eingreifen, das vielleicht am falschen Ansatzpunkt irgendwie was tut? Was ist, oder ist das ein Gefühl der Ohnmacht, wenn man das so mitbekommt, wie Sie es dann mitbekommen haben? Also in der ersten Phase ist es frustrierend. Also für einen Wissenschaftler ist es frustrierend, für ein Problem keinen Lösungsansatz zu finden. Ja. Ja, das ist ja unser Beruf, ne? Also ein Problem, Lösung. Im zweiten Fall ist es frustrierend, weil man, beziehungsweise es geht dann fast in die Ohnmacht über und dann geht es in Ärger über, weil man dann das System versteht, aber es nicht lösen kann. Mhm. Ja, wenn Leute Geld reinbringen in ein Land, um ein Krankenhaus zu bauen, das ist so ein klassisches Beispiel, ja? Kommt ein Krankenhaus gebaut. Was muss der Mann machen? Er muss einen Großteil seines Geldes an Service Charges oder Facilitation Charge an die Einheimischen drumherum zahlen, die kleinen, alten, nicht funktionierenden Krankenhäuser haben, bei denen Geschäft weggenommen wird auf die Art und Weise. Hm. Da fragt man sich, was soll das? Ja, selbst wenn unser George W. Bush, den ich fast dort in Arusha getroffen hätte, es ging sich nur ein paar Tage nicht aus, so sehen wir mit George W. Bush in Afrika zusammen getroffen, der hat Moskitonetze mitgebracht. Das ist ja im Prinzip eine gute Idee. Ja? Ja. Tonnenweise riesige Moskitonetze. Er hat gesagt, er freut sich darüber, dass er jetzt als Geschenk an Tansania dort unten Moskitonetze verteilt. Am Tag drauf war in der Zeitung zu lesen, wo man sie für wie viel Geld kaufen kann. Ja, da fragt man sich, was soll das sein? Wenn Straßen gebaut werden, dafür werden Mittel zur Verfügung gestellt. Was passiert, es werden Reisen für Parteiobere organisiert oder Kongresse organisiert. Also da ist eine Situation, wo man wirklich zwei Gruppen aufklären muss, und das ist die einzige Lösung. Das eine ist wirklich Leute in den Ländern. Und das Zweite, aus meiner Sicht, auch unsere Leute, die sich mit der Entwicklungshilfe beschäftigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die diese Zusammenhänge so sehen, sie die Entscheidungen treffen, die sie gegenwärtig treffen. Also, ja, frustrierend. Letztendlich, also man weiß nicht, ob... Letztlich frustrierend und ärgernd, und wir sind am Schluss mit ein paar Leuten zusammengesetzt, die jetzt genauso gehen. Ja. Und die haben nur gesagt, ja,
eigentlich können wir gar nichts mehr machen. Hm. Und das ist, wie gesagt, frustrierend. A, für einen Wissenschaftler, ja, ist nicht zu durchschauen. Ja. Und B, für jemanden, der sagt, die Bevölkerung ist positiv, das Land ist toll, die Leute sind nett und alles. Man muss ihnen irgendwie helfen. Hm. Ja, das, und das ist ein Konflikt, aus dem man schwere Lösungen auswählen muss. Hm? Sie hatten gerade, nur weil Sie den Namen genannt hatten, war eigentlich gar kein Thema, das wir besprechen würden, weil Sie George Bush genannt haben. Sie waren ja damals, als er gewählt wurde und als er wiedergewählt wurde, haben Sie das ja doch durchaus auch mit Artikeln dazu und so weiter kommentiert. Jetzt hat Amerika ja demnächst einen neuen Präsidenten. Da haben Sie noch nicht kommentiert. Ganz bewusst nicht? Kommt das noch? Oder vielleicht heute diese Chance in, in unserer Weihnachtssendung? Nein, ich habe es also bewusst nicht kommentiert, weil in dem Fall würde sich mein Kommentar wirklich mit dem Mainstream decken. Ja. Als George W. das erste Mal gewählt wurde, oder wie immer er auch gewählt wurde, fassen wir jetzt mal ganz außen vor, vor 8 Jahren, da war es nicht Mainstream, total gegen George W. zu sein. Mhm. Das war absolut nicht Mainstream. Und dieses ganze Prozess, prozedurale Vorgehen zu kritisieren, war nicht Mainstream. Mhm. Jetzt ist es so, dass man Obama wirklich in vielen Punkten wirklich positiv sieht, vieles auch positiv sieht, was er macht. Mhm. Aus meiner Sicht, was man jetzt kommentieren kann, ist, dass er viele Dinge viel richtiger macht, als ich es vermutet habe. Okay, ja gut, das ist ja positiver Punkt. Ja, also ich hatte eigentlich die Vermutung, er geht da relativ naiv, treuherzig an diese ganze Sache ran und wird dann mit großen Augen staunen, wie Washington aussieht. Das war so ein bisschen meine Überlegung. Er knallt das Wort Change so durch die Gegend und das wird irgendwie, und nach 2 Jahren geht er frustriert so zurück zu... Das war so die Vermutung, aber er hat sehr viele Dinge sehr richtig gemacht. Sein Team hat er toll zusammengesetzt, auch mit Leuten, mit denen er nicht so gut zusammenarbeiten kann. Die hat er drinnen. Er hat sehr pragmatisch erkannt, dass er viele seiner Dinge erst langfristig realisieren kann. Manche Ziele sind eben nicht innerhalb von 2 Wochen zu realisieren. Hat gerade auch die Republikaner sehr gut eingebunden in vielerlei Hinsicht. Ja. Hat sehr realistische Ziele artikuliert. Hat sich ganz, ganz schnell mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Das heißt also, ich war sowieso pro Obama, ganz klar, das war faszinierend, was er will. Mhm. Und was er jetzt gemacht hat, geht noch weit über das heraus, was ich erwartet hatte. Super. Gut, kurzer Exkurs nach Amerika. Aber eigentlich wollte ich Sie noch dann zu Thailand kurz befragen. Da waren Sie, das ist noch gar nicht so lange her. Und da haben Sie auch festgesteckt. Also Sie waren dort mit dem Europa-Institut, vielleicht dazu noch ganz kurz. Warum reisen Sie mit dem Europa-Institut im Moment? Da haben wir auch einige Veränderungen hier. Ja, Europa-Institut ist so, dass wir jetzt gegenwärtig im MBA-Programm versuchen, noch internationaler zu werden. Mhm. Sowohl von der Dozentenseite, aber insbesondere auch von der Studentenseite her. Und dazu gehört es eben auch, dass Zielmarkt Asien ist, dass wir dort auch präsent sind, dort auf den Messen auftreten. Mhm. Ja, und in dem Kontext waren wir in Malaysia und nachher dann in Bangkok. Ja. Und das war ja der Vorfall, den wir da miterlebten. Es war ein interessantes Gefühl, man sitzt abends um am Fernsehen und stellt fest, der Flughafen ist hiermit geschlossen, weil da zigtausende Leute den Flughafen besetzen. Das ist eigentlich ein interessantes Gefühl dann. Und wenn man das dann fortschreibt und denkt, wie komme ich jetzt weg aus diesem Land, was passiert da eigentlich alles, und sich vorstellt, dass da wirklich riesige Mengen von Leuten aufeinanderstoßen. Also das sind ja Zehntausende von Art. Und jetzt ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben die Leute mit den gelben T-Shirts. Dann glaubt man schon, dass sehr, sehr viel passieren kann. Wir hatten Glück in zweifacher Weise, um es kurz abzuschließen. Punkt 1, wir sind relativ schnell mit der ersten Lufthansa-Maschine wieder draußen gewesen. Mhm. Mussten zwar 10 Stunden irgendwie in den Süden fahren, um von dort wegzufliegen, aber wir waren relativ schnell wieder draußen. Das hat alles super geklappt, das eine. Das andere, was für mich eine ganz interessante Erfahrung war, und das war eine sehr positive Erfahrung, ist der absolut positive Stil, wie die Thailänder miteinander umgegangen sind. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, die Zahl der Leute, die dort in diesen doch riesigen Clinch involviert waren, das waren ja viele. Also ich wollte, das ist ein riesiger Flughafen, besetzt von 10.000 von Leuten. Die Polizei kommt rein, will stürmen, will uns weiter, zieht wieder ab, geht wieder hin, etc. Und es hat von 1, 2 Vorfällen kaum was gegeben, was dort passiert ist. Mhm. Haben die in der Tat es geschafft, sehr friedfertig ein Problem anzugehen. Dass es für die Beteiligten, insbesondere die Touristen, natürlich ätzend ist. Einige sind erst 10 Tage später überhaupt rausgekommen zu lernen. Für die ist das ätzend, aber die Art und Weise, wie das Volk mit dem umgegangen ist, hat mich völlig überrascht. Ja, noch 2 Dinge, die ich ansprechen wollte. Und zwar, wir bleiben international in der Wirtschaftskrise. Wir können dann nachher noch mal ein bisschen auf den
lokalen Kontext zurückkommen, wo wir dann ein bisschen mehr nach Deutschland bewegen. Aber Weltwirtschaftskrise ist ja, war nicht unmittelbar mit Ihrer Thailand-Reise zeitlich ein bisschen vorgelagert, aber auch, sagen wir mal, zumindest in der großen Form oder groß in den Medien, eigentlich auch seit Herbst diesen Jahres. Ja, als Wirtschaftswissenschaftler, was sagt man dazu? Was ist da gelaufen? Was ist da gelaufen? Was ist schief gelaufen? Also erstens überhaupt nicht überraschend. Also überraschend würde ich sagen, in keinster Weise. Es ist, wir haben hier oft genug über Darwin-Portemismus geredet, also unser Lieblingsforschungsgebiet. Eindeutig, es gibt relativ viele opportunistische Spieler, die sich über sehr viele Jahre versucht haben zu optimieren. Und irgendwann hat das System es nicht mehr ausgehalten. Ganz einfach. Das sind Banker gewesen, die also da horrende Modelle gebaut haben. Das sind Unternehmen gewesen, unabhängig von der Finanzbranche, die alles Mögliche gekauft haben, verkaufen, nur damit also die Prämien oder Tantiemen der Vorstände maximiert werden. Also da haben sich einzelne Personen wirklich optimiert über viele Jahre und das System ist an irgendeiner Stelle daran zugrunde gegangen zunächst. Was könnte man anders machen? Also ich meine, wir können jetzt das Problem nicht lösen, aber aus unserer Perspektive, Personalmanagement, gibt es da auch Ansatzpunkte, wo wir sagen können, da ist was schiefgelaufen, da könnte man ganz konkret was anders machen? Also ich glaube, wir können sehr viel anders machen. Also das Erste, was, und damit sind wir fast wieder bei dem Punkt Medien, was wir am Anfang angesprochen haben, das Erste, was wir auf jeden Fall anders machen können, aber auch wirklich anders machen müssen, ist die Rhetorik, die wir gegenwärtig in den Medien sehen. In den Medien wird gegenwärtig immer gesprochen, es gibt irgendwelche Exzesse von einzelnen Systemen. Es wird nicht davon gesprochen, es sind konkrete Leute, die um die Stränge geschlagen haben. Leute, die sich maximieren, Leute, die in dieser Hinsicht wirklich Dinge gemacht haben, die nicht nur unethisch sind, die auch unwirtschaftlich sind. Punkt. Das heißt, es wird zunehmend auf eine unpersönliche, anonyme Systemebene alles geschoben, die dann noch irgendwo in Amerika liegt, dann noch irgendwie nur in Banken in Amerika, dann nur irgendwie in bestimmten Investmentbanken und dann vielleicht noch irgendwie an einer bestimmten Straße in Amerika, New York. Ja, also ein ganz kleiner Kreis und dann auch nicht Leute, sondern Systeme. Ja. Und was wir machen müssen ist, und das ist etwas, wo ich befürchte, dass wir es nicht machen werden, wir müssen konkret darauf abstellen, zu sagen, was sind die konkreten Personen, die dahinter stehen. Es sind konkrete Personen. Es sind Banker, es sind Automobilmanager, es sind alle möglichen Leute, die in der letzten Zeit Dinge gemacht haben, die so nur kurzfristige Einkommensmaximierung für Personen bedeuten und ganze Unternehmen und Volkswirtschaften zugrunde richten. Und das kann sich sein. Das heißt, also ein Punkt auf jeden Fall besteht garantiert darin, dass wir die Rhetorik ändern müssen. Ob das gelingt, bin ich sehr skeptisch, weil die Medien zurzeit selber in einer Krise stecken und sehr bereitwillig sind, wirklich den Presseabteilungen der Unternehmen nachzugeben, um es mal ganz, ganz neutral auszudrücken. Ja. Was wir aber konkret machen können als Zweites in unserem Fach, ist dezidiert über bestimmte Dinge nachdenken, die unsere Hausaufgaben sind. Also, wie wähle ich eigentlich Manager aus? Ja? Also, was? Ganz normale Personalselektion. Ganz normale Personalselektion. Ja. Was sind Mechanismen, um zu bestimmen, wer eignet sich fürs Top-Management? Und das bisherige Kriterium, was viele der Executive Search Firmen verwenden, nämlich Stimmigkeit zum Top-Management, also passt der rein, ist ja ein anachronistisches Kriterium, weil das ja letztlich die Leute fördert, die genau in diesem falschen System mitspielen. Da muss man anders arbeiten. Ein weiteres Kriterium, was ich glaube, was viel bewirken wird, besteht in den Anreizsystemen. Das heißt, wofür werden Topmanager bezahlt? Wofür werden die bezahlt? Es kann nicht angehen, wenn wir da einmal Kreisler, einer meiner Lieblingsbeispiele nehmen, dass die Manager Top-Bonuszahlungen kriegen dafür, dass die Kreisler kaufen. Ja. Da kriegen sie horrend viel Geld dafür. Und ein paar Jahre später kriegen die wieder horrend Geld dafür, dass sie ihre Fehler beseitigt haben. Das kann nicht funktionieren. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass sehr viele von diesen Bonuszahlungen sehr kurzfristig in Natur sind, haben wir wirklich eine Situation, wo Manager dafür bezahlt werden, Arbeitsplätze zu vernichten, Unternehmen fast schon zu liquidieren. Und das sehe ich schon bedenklich, wenn also eine Reihe von Managern groß wirklich auf Staatshilfe pochen, um Arbeitsplätze zu erhalten, dann aber gleichzeitig, wie Zetsche etc., immer wieder darauf propagieren,
dass sie nicht dafür da sind, sich um sowas wie Humanvermögen zu kümmern und ihre Bezüge nicht an Arbeitsplätze gekoppelt werden können. Ja. Also wenn das zusammenpackt, haben wir eine Schieflage. Und da, glaube ich, ist Aufgabe der Wissenschaft, mit konkreten Modellen hier weiterzuhelfen. Wenn Sie sagen Schieflage, das heißt, da ist irgendwie ein System, gerät außer Kontrolle, ist nicht mehr im Gleichgewicht. Das bringt mich wieder auf etwas, was wir am Lehrstuhl gerade machen. Wir haben ein neues Projekt, Kompetenz vor AR heißt das. Ja. Und ein Bereich ist ja da auch, dass wir sagen, wir müssen mal schauen, dass die Systeme in ein Gleichgewicht geraten. Stichwort Nachhaltigkeit. Ja. Ja, so wollen wir da oder werden wir da erste Ansätze entwickeln, wie man solchen Problemen ja, sich entgegenstellen kann oder zumindest im Ansatz schon mal zumindest Lösungsvorschläge anbietet? Ja, hier waren ja zwei Sachen drin in der Frage. Das eine ist tatsächlich, dass wir im nächsten Jahr uns noch massiver mit der Professionalisierung von Personalen beschäftigen wollen. Also das ist ganz klar drinnen. Idee Kompetenz bedeutet Befehl und Befugnis. Was müssen Personaler können? Ja. Also ganz konkret sich damit zu beschäftigen, zu versuchen, was soll die Personalabteilung einmal unterstrichen tun. Ja. Und in diesem Kontext sind gerade so Faktoren wie Nachhaltigkeit, also die Idee, wie gehen wir eigentlich mit unserer Umwelt um. Ja, auch die ganzen Parallelen, die wir haben, Arbeitsklima, Arbeitsklima und generelles Klima. Wir haben eine Arbeitsklimakatastrophe, wir haben eine Klimakatastrophe. Hier sind so viele Parallelen. Dass ich mir sicher bin, dass wir da in der nächsten Zeit auch sehr schnell zu sehr konkreten Ideen kommen, die dann auch garantiert im nächsten Jahr schon umgesetzt werden können. Ja. Bleiben wir als letzten Punkt wieder auch beim Lehrstuhl. Wir haben ein großes Projekt ja schon seit längerem jetzt zum Thema Unternehmenskultur. Und da haben wir gerade in den letzten Tagen, deswegen habe ich es mir mit auf die Liste geschrieben, obwohl wir noch gar nicht so viel ausgewertet haben einer großen Befragung, die wir durchgeführt haben, haben wir schon erste Sachen gesehen, wo wir feststellen, da läuft einiges eigentlich ganz anders, als man das in diesem Unternehmenskulturbereich, in der Forschung seit Jahren eigentlich glaubt, dass es denn, ja, wie es denn aussehen müsste oder könnte. Ja, da ist in der Tat das Spannende, was wir gegenwärtig sehen, dass die herrschende Lehre vielleicht auch mal falsch ist. Und die herrschende Lehre geht ja in die Richtung, das kann man überall nachlesen, dass bestimmte gute Unternehmenskulturen, was immer jetzt gut bedeutet, auch zum Erfolg des Unternehmens führen. Ja. Und da gibt es jetzt wunderschöne Korrelationen zwischen Zufriedenheit der Mitarbeiter und Erfolg des Unternehmens. Und manche Forscher, über die wir beide ja etwas skeptisch urteilen manchmal, schließen daraus dann sofort eine Kausalität und sagen, zufriedene, glückliche Mitarbeiter bedeutet viel Erfolg im Unternehmen und etc. Ja. Und wir sind ja jetzt dabei, durch ein etwas differenzierteres Befragungsinstrumentarium erstens anders zu fragen, detaillierter zu fragen, tiefer gehen zu fragen. Und das Zweite, was wir machen, ist, wir versuchen, Kausalitäten rauszukriegen. Ja. Das heißt, was ist eigentlich der Treiber und was ist das Getrieben? Was ist also Ergebnis und was ist Ursache? Und was wir zurzeit feststellen, ist, dass zumindest für die Bereiche, die wir untersucht haben, man gar nicht mehr deutlich sehen kann, dass bestimmte wunderschöne Unternehmenskulturen den Erfolg produzieren, sondern dass wir vielmehr sehen, dass der Erfolg des Unternehmens, von wo immer der auch herkommt, wenn er da ist, dann natürlich auch glückliche Mitarbeiter produziert. Also die Chronologie des Ablaufes, wie die Sachen miteinander wirken, doch anders ist, als man sich das vorstellt. Und wir vielleicht, so unser Ziel, erstens die Geschichte der Unternehmenskultur doch ein bisschen umschreiben. Ja. Und dann allerdings, aber das müssen wir auf nächstes Jahr dann vertagen, vielleicht auch zu einer Lösung kommen, wie wir gerade in diesem Kontext Unternehmenskultur auch sinnvoll managen können. Ja, also Gestaltungsvorschläge, Hinweise für Unternehmen. Richtig, dann auch nicht nur verstehen, sondern natürlich auch gestalten. Ja, super. Ich würde sagen, dabei belassen wir jetzt auch unseren Talk über dieses Jahr, weil Sie haben gesagt, das diskutieren wir nächstes Jahr, was man da gestalten kann. Also verstehen, da beginnen wir gerade, gestalten vielleicht nächstes Jahr und das wäre dann ein Thema, das wir nächstes Jahr dann in dieser kleinen Runde besprechen. Okay, bis dann. Ja, Herr Scholz, danke für das Gespräch und wir feiern jetzt ein bisschen ein schönes Jahr oder ein erfolgreiches Jahr 2008 mit unserem Team. Ich danke für das Gespräch. Gerne, ebenso.